Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Schön, dass du mit dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast zur 101. Folge. Eigentlich wollte ich anfangen mit Dreschen. Na, ich wollte eigentlich nachgucken wegen Feld. Unsere Felder sind ja noch nicht so weit. Gab keine Kultiviermission, also habe ich eine Reparaturmission angenommen bei einem Haus, wo wir schon mal waren. Das also schon repariert ist. Und ich habe mir gedacht, da könntest du das ja gleich nochmal schön machen. Hab angefangen mit den Ziegeln und siehe da, die Ziegel sind weg. Jetzt habe ich hier den Betonputz aufgenommen, gehe hier hin, habe hier schon eine Wand gemacht, mach das jetzt nochmal mit dir. Zack, zwei Felder. Hast du gesehen, das waren mit zwei repariert. Ich mache das jetzt hier nochmal. Machen wir gleich. Jetzt gehen wir hier hin, sind wir bei 92 Stück. Merken wir uns 92, jetzt gehen wir wieder hier hin. Zack, dreimal putzen. ...86. Das heißt, mittlerweile ist es eingeführt, dass sich die Sachen verbrauchen. Das ist natürlich auf der einen Seite ziemlich schlecht für uns, weil uns das jedes Mal jetzt Geld kostet, wenn wir Gebäude fertig machen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch gut. Wieso ist es gut? Wir kriegen jetzt endlich mal unseren Hof sauber. Wobei wir dann im Umkehrschluss den Transporter irgendwann mal nicht mehr brauchen, wenn wir keine Gebäude mehr reparieren. Aber das können wir immer noch machen. Ja, also jetzt nicht wundern. Ich werde das jetzt hier natürlich machen gerade, weil ich dies jetzt verbrauchen will. Aber ich werde dann halt, wir müssen die Sachen halt kaufen. Aber was ist natürlich ganz gut, wenn wir alle Maschinen haben und Felder haben und da nichts zu tun haben. Ne? Da haben wir ja, irgendwann haben wir ja Geld auf der Tasche. Fakt. Gespannt, wie weit wir kommen. Und außerdem müssen dann auch irgendwann mal die Gebäude, die wir jetzt anfangen, fertiggestellt werden. Guck gleich mal, was sich da noch so alles... Ist das schon leer? Es ist leer. Okay. Das ist nicht so schön. Das ist leer. Hier haben wir noch Rauputz. Hier haben wir Schindeln. Metall. Holz. Nehmen wir mal Holzdielen. Du kannst dir darüber sicher sein. Also siehst du, ne, das verbraucht sich jetzt alles. Ja, ob sich das jetzt relativ zügig verbraucht, sei mal dahingestellt, aber es geht schon relativ fix, dass die Sachen dann leer sind. Was natürlich zugute kommt. Der Hof sieht an der Stelle, wo die Sachen liegen, aus wie gewollt und nicht gekonnt. Hier kommt auch eine. So. Kommt drauf an, wie du das siehst. Alles mal erneuern hier, soweit wir kommen. Das ist Beton, ne? Ja. Können wir hier noch was? Müssen wir hier noch was? Nee. Nee, hier ist alles gut. Könnt ihr mal bitte aufhören, hier die ganze Zeit dazwischen zu quatschen? Was ist denn los bei euch? Das ist sehr beunruhigend. Oh, Gottes Willen. Labertaschen, weißt du? Da ist man am Arbeiten und die quatschen einen dann die ganze Zeit voll. Zitze, zitze, zitze. Was haben wir hier? Holzlasur. Nee, also ich finde es gut, dass wir jetzt endlich mal die Sachen verbraucht werden, weil das war ja, ich meine natürlich, es ist natürlich schön, wenn sie nicht verbraucht werden und man sie immer wieder benutzen kann, was das Ganze natürlich deutlich billiger macht, sag ich mal. Ich glaube, die kosteten auch nur 10 Euro pro, also es war recht billig, ne? Wenn ich es jetzt richtig weiß, korrigiert mich gerne, aber ich meine, das war irgendwie 10 Euro. Also vernachlässigbar quasi in Relation zu dem, was man damit alles machen kann, ne? So. Ne, passt jetzt gerade, weil so können wir die Sachen jetzt mal verbrauchen, dann sind wir sie auch mal los. Also ist ganz gut. Und du siehst ja, wie schnell, also so eine Palette ist da schon recht zügig weg, ne? Also dann hat man sie nicht mehr, dann ist sie nicht mehr da. Logisch. Wenn man sie verbraucht, ist sie nicht mehr da. Tobi, das war wieder ein Hashtag typisch Tobi, ihr wisst, wo es hinkommt. Und war das jetzt klug? Können wir den eigentlich auch streichen? Nee. War das jetzt klug, die Leiter zu streichen, wenn wir nach oben wollen? Eigentlich nicht, aber wir gehen einfach mal. Oh. Hier ist Holz, was noch nicht verarbeitet ist. Hier müssen wir noch bei.
Und das Dach, da werden wir auch mal die Schindeln benutzen, die wir schon haben. Zumindest soweit wir kommen. Moment, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier nochmal Holz nehmen. Zwei Stück Lasur nur noch. Da ist nicht mehr viel. Dann ist es leer. Mach mal die Tür auf so. Zack, zack, zack. Ist mir gar nicht erst aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, als mir die Ziegel rumgelaufen bin. Das war witzig. Ich laufe rum und denke mir irgendwann mal, was ist das denn für ein Bug? Wo ist denn meine Ziegel denn jetzt hin? Ich habe nicht gesehen, dass der quasi danach geht, wie viel da noch drauf ist. Und das muss auch jetzt erst mit dem Update gekommen sein, weil sonst hätten wir die Sachen ja schon lange verbraucht. Also wir sind ja schon... Ja... Bacon dabei, ne? Wir haben ja jetzt schon... Matthew haben wir komplett renoviert. Hätten wir uns vielleicht mal... Ja, hätten wir uns das früher überlegen müssen? Sei jetzt mal dahingestellt. Macht er den noch? Oder sagt er nach zwei Schluss? Ne, macht den noch. Jetzt ist Schluss. Okay. Okay, wieder eine Palette weniger. Jetzt gucken wir mal hier. Auch nur noch 46. Haben wir hier noch Holz? Was? Nee, Metall haben wir noch. Metall haben wir noch. Das kann er auch noch verarbeiten. Da können wir, komm her, wir bauen die Dinger hier drin. Wir machen das modern. Zack. Zack. Er wollte natürlich Holztüren, deswegen habe ich die Türen schon mal aus Holz gemacht, ne? Aber hier die Dinger. Ja, die haben wir jetzt erst. Wie? Habt ihr das gehört? Du hast doch den Auftrag gegeben. Was heißt denn hier, siehst du so aus, als würde es dich interessieren? Ey, glaub, mein Schwein pfeift bei dir. Zäh. Guck dir das hier mal an. Guck dir das mal an. Wie soll denn da was drin gelagert werden? Also jetzt mal ernsthaft. Ach so, zweimal. Da war es zu schnell. So ein Silo hätte ich auch gerne, ne? So ein zweites. So, machen wir erstmal hier. Okay. So. So. Silo gefällt mir deutlich besser als unseres. Es sieht schöner aus. Gerade wenn es neu ist. Natürlich. Nee, unseres ist so. Ja, so. Und das ist. Weißt du, ich hätte gern ein größeres Silo. Ich wäre gerne eine größere Farm. Hoffentlich reicht das Metall. Ich verbrauche das jetzt absichtlich mal, ne? Deswegen, also passte ganz gut, dass wir hier diese Baumission jetzt hatten. Und dass wir hier noch was machen konnten. Weil sonst wäre ich da, glaube ich, bis wir das nächste Mal, bis ich da wie heimblöd irgendwo gestanden hätte, so nach dem Motto, was ist denn hier los? So wie jetzt, wo ist mein Material hin? Okay. Wir werden tatsächlich mal mit einem fast leeren Wagen nach Hause kommen. Haben wir hier noch, da haben wir Schindeln, da haben wir noch Beton, Leichtbeton. Damit könnte man, die sind schon alle. Ach, die können wir nicht, ne? Nee. Aber können wir diese Ziegel? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Gut, die Leichtbetonsteine schleppen wir wieder mit nach Hause. Naja, gut. Das nützt ja nichts, ne? Und den Putz hier wahrscheinlich auch, den Rauputz, den brauchen wir auch nicht. Aber Keramikdach, das machen wir noch. Hier. So, wie viel verbraucht ein so eine Dachschräge? Das würde mich mal interessieren. Wenn wir denn 8 Stück. Okay. Ist das immer das Doppelte? Ja, muss ja. Wenn wir viermal draufhämmern, sind das 8 Stück, die wir brauchen. Okay.
Dann wird das mit dem Dach auch schon wieder knapp. Also ich meine, für den Hof kaufen wir dann auf jeden Fall unsere Materialien nochmal zu. Ich glaube, Keramikdach haben wir sogar noch am Hof. Bin nochmal gespannt, ob das dann irgendwann mal kommt, dass man die Häuser komplett modernisiert. Also, sie sind modernisiert, ja. Aber ich meine jetzt so in Bezug zum Beispiel, es gibt hier auf der Karte einen Bauernhof oder ein NPC-Gebäude. Das hat zum Beispiel einen Kuhstall aus Wellblech, also so einen ganz modernen Stall mit mehr Kühen. Da hatte ich ja schon mal gesagt, also das würde mich tatsächlich reizen, wenn es dann im Endeffekt heißt, so hier gibt es jetzt so eine Art Baugrundstück und da kann man jetzt quasi einfach seinen Hof erweitern. Hätte was. Also da wäre ich nicht abgeneigt gegen, sagen wir es mal so. Aber bin gespannt. Also es ist jetzt ja schon, wenn du jetzt über wenn es regnet zum Beispiel, habe ich gestern gemerkt, wenn du da jetzt langfährst und es regnet und du fährst durch die Pfützen, dann hörst du das mittlerweile auch schon, zumindest auf dem Hof. Und also das sind so die Details, die Kleinigkeiten, ne? Die, man sagt ja immer, die Kleinigkeiten sind das, was ein Spiel ausmacht. Und das ist eine Sache, die gefällt mir. Kann ich hier eigentlich ein Keramikdach draufsetzen? Ich meine, jetzt habe ich Holz verschwendet, ja klar, aber... Sieht viel schöner aus. Können wir auf das Ding auch ein Keramikdach machen? Nee, ne? Nee, nee. Oder? Mal hier rum. Danke. Hier ist etwas für dich. Bitte, gerne. So, noch nicht genug für den... fürs Zunhammer, aber da sind wir auf dem Weg. Kommen wir hier, kommen wir. Komme ich da ran? Ja. So. Jetzt dürfte es doch gleich leer sein. Also ein oder zwei Bahnen noch, dann ist vorbei. Ja. So, okay, das ist auch weg. So, wir hätten da auch... Schindeln drauf machen können. Ja, jetzt ist das natürlich relativ wenig geworden. So. So, das hätten wir. Mal ganz kurz gucken. Das andere... Das könnten sie mal rausnehmen. So. Och, so. Ich lasse noch nicht mal die Maus los. So. Repariere. Flüge. Wir können in diese Richtung... Ah, da ist Reparieren und Transport. Okay. Nee, wir fahren nach Haus. So. Bin ich hier überhaupt reingefahren? Bin ich hier reingefahren? Ach so, okay. Ach ja, stimmt. Da wäre ja was. Ich war ja hier so quasi durch diesen kleinen Weg. So, ja, zack. Aber das finde ich geil. Also, das hatte mich ja so ein bisschen, das war ja so ein kleiner Manko, als wir angefangen haben mit dem Baumarkt und sowas und dann so, ha, toll, die Dinger gehen nicht leer. Das ist super. Aber jetzt muss ich sagen, gefällt mir. Also, klar, man hat sich natürlich daran gewöhnt, dass man mal eben schnell die Gebäude repariert. Deswegen war der LKW ja oder der Pickup auch ausgestattet hier. Der Transporter. Aber so ist das Ganze natürlich um einiges interessanter und macht um einiges mehr Spaß, wenn man dann gucken muss und investieren muss. Gut, dass unser Hof fertig ist. So können wir uns, haben wir uns nämlich da schon mal auf jeden Fall die Materialien und alles gespart. So, mal ganz kurz gucken. Keramikdach liegt hier auch noch rum. Also ich find's gut. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, was du davon hältst, aber ich find's gut. Mir gefällt's. Feine Sache. So. Jetzt haben wir hier noch Metalldach. Metalldachplatten. Ja, hier haben wir noch ganz viel Keramikdach. Siehst du, gut, dass wir das schon mal gekauft haben, ne? So. Aber, liebe Lüt, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.